Abwarten des Powerplay der Löwen. Gut angetäuscht, aber das war sicherlich nicht so geplant. Da ist die Scheibe kurz frei. Mitchell an der Scheibe, aber die Gäste wieder komplett. Und da kommt von der Außenbahn von links der Schuss von Max Faber. Todi Brenner. Aber zur Stelle. Direkt durchgezogen. Es ist Breitkreuz. Er kann er nicht schießen. Zu viele Spieler vor dem Tor. Gibt nochmal ab. Auf Stokan. So ein bisschen dahin. Jetzt gleich wieder Breitkreuz. Was ein Safe. Ist die Abwehr der Gäste da, die jetzt sich mehr zutrauen, und da ist das 1:0 für die Gäste. Danny Bündels gegen seinen Ex-Club. Im Alleingang, wo kam der denn her? Genau ins Eck. Keine Chance für André Juchow. Oben rechts. 1:0. Die Möglichkeit, Eisenmenger steht da aber genau richtig. Scheibe bleibt hängen, Maginot auf der anderen Seite. Und die Scheibe ist der Tor. Direkter Gegenzug. Und Kevin Maginot mit dem Ausgleich. Auch so ein Solo jetzt auf der anderen Seite. Und eigentlich hat er sie schon gehabt, Todi Brenner, aber er trillert sie durch. Hat Kreuz schön gesehen, da ist der Ausgleich. Was ein Zuspiel auf Dan Speng. Den haben sie völlig übersehen, er hat der Zeit und kann sich die Ecke aussuchen über die Fanghand von Brenner direkt in die Masche. Keine Chance. Über die Schulter sogar. Hier, das Wasser kommt dran, aber aktuell Ravensburg Erster und da ist die erneute Führung für die Gäste. 3:2 für Deggendorf. Röttger hat da Zeit, hat Platz, keiner attackiert ihn. Und André Juchow erneut geschlagen. Ah, da hat er sich lang gemacht und was ein Ding! Matt Pistilli! Da macht er sich im entscheidenden Moment ganz lang, holt sich die Scheibe und zieht direkt auf Brenner. Muss wieder hinter sich greifen. 3:3. Hoch und runter mit den Gefühlen. Und die Löwen versuchen wieder direkt hier den Anschluss. Und da ist Mathieu Toussignan! 4:3 für die Löwen! Maschino mit dem Schuss von der Blauen. Brenner lässt ihn abprallen. Und Toussignan schaltet am schnellsten. Von der Blauen Linie nochmal Schüler. Toussignan kriegt die Scheibe da an den Fuß, ans Bein. Und Nick Köhler mit einem guten Schuss. Und Todi Brenner mit
dem besseren Save. Schöne Szene von beiden. Skoka. Und da ist der Ausgleich. Der Schuss von der blauen Linie. Gar nicht fest. Und dann noch abgefälscht. 4:4. Reinick, hier sehen wir ihn, bringt den Puck aufs Tor und dann im Gebühr. Abgefälscht. Andrei Juchow auf dem Weg in die falsche Ecke. Und es steht 4:4. Schüle auf Mitchell. Abseits, nee, Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Toussignon. Und zwar ist ein Tor! Das ist ein Tor! Da ist irgendwie Jan dazwischen. Die Scheibe landet im Netz. 5:4, kurios. Toussignon mit der Rückhand schnippt da rein. Und der Verteidiger der Gäste hält die Hand rein. Ganz unglücklich. Wieder einer dieser festen Schüsse, harten Schüsse, Scheibe ist irgendwo unter Andrei Juchow, Tor aus der Verankerung. Ja, was war das? Schiedsrichter gibt auf keinen Fall ein Tor. Uli. Wollen wir nicht über diskutieren, ja, ganz klar. Unter Andrei Juchow aus unserer Perspektive nicht so gut gegen Krimitschau mit 3:4. Und wir kommen zu den Spielern des Tages. Bei den Gästen ist es der Kapitän René Röttke mit 2 Toren heute Abend. Das hat nicht gereicht. Bei den Löwen Frankfurt ist es mit Mathieu Toussignon. Auch doppelter Torschütze heute Abend für die Löwen. Und damit geht ja, Kevin, heute schon ein bisschen schwer getan. Kannst du sagen, woran es gelegen hat? Ja gut, ich würde sagen, die haben einfach ihre Chancen eiskalt ausgenutzt. Die hatten nicht viel, aber was sie hatten, haben sie genutzt und dann wird es halt schwer. Ich meine, wir haben viel auf den Tor gespielt, aber wenn du dann halt immer im Angriff bist und du spielst aufs Tor und denkst dir so, oh, geht wieder nicht rein, dann kriegst du das Gegentor, dann ist schon schwer. Aber ich glaube, wir haben das gut gemacht. Wir sind immer wieder zurückgekommen, wir haben das 5:4 am Ende verteidigt, trotz vieler Strafen. Und ja, ich glaube, das ist alles, was zählt, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben heute. Und nochmal vor heimischer Kulisse zu gewinnen im letzten Spiel in der normalen Saison ist schon auf jeden Fall was Schönes. Ihr tut euch auch immer wieder so ein bisschen schwer, wenn ihr in Überzahl spielt. Heute auch wieder einige Chancen gehabt in Überzahl. Woran liegt das? Ja, ich glaube, wir haben eine super Überzahl. Das haben wir schon öfter gesehen dieses Jahr. Manchmal gehen die Dinger rein, manchmal fehlt so ein bisschen das Quäntchen Glück auch. Ja, ich glaube, die haben das heute aufgehoben für die Playoffs. Ja, dann eine letzte Frage zu den Playoffs. Hast du einen Wunschgegner oder ist es dir eigentlich relativ egal?
Wunschgegner ist immer schwer zu sagen. Mir ist eigentlich total egal, weil wenn du Meister werden willst, musst du gegen jeden gewinnen, der kommt. Und dann darfst du auch dir darüber gar keine Gedanken machen, weil sonst denkst du viel zu viel darüber nach, wen bekommst du, wen würdest du gerne haben. Ich glaube, das ist total egal. Wenn wir unser Spiel spielen, es wird gegen jeden schwer. Dann wünsche ich euch viel Glück, erstmal eine schöne Pause und wir sehen uns in den Playoffs. Vielen Dank.